Und herzlich willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Folge. Wir befinden uns hier auf den Gold. Goldapfel, Apfelgold. Irgendwo befinden wir uns. Auf jeden Fall auf einer anderen Welt. Und was sehe ich hier? Wir brauchen Wind. Haben wir nicht, deswegen mache ich mal eben hier so ein. Hier so ein Sternchen für Wechseln. Ich weiß nicht, ob ich das immer richtig habe. So, jetzt werfe ich das doch einfach mal weg. Genau. Ich werfe das jetzt erstmal einfach weg. Okay, warte mal, was passiert denn? Wo muss das denn überhaupt hin? Auf Position einstellen? Okay. Warte mal. Auf Position 2 stellen. Ah. Okay, und das muss wo hin? Wo sind die Seelscheibe? Kann ich den bewegen? Den kann ich nicht bewegen. Den kann ich zurücksetzen. Und den kann ich auch nichts bewegen. Okay, hier haben wir erstmal eine Kiste. Die sammeln, snacken wir uns erstmal. Okay, keine Kiste. Hier haben wir ein Ei dazu. Da brauchen wir Eis. Das ist auch alles noch nicht so ready to go and boom. Ui. Da bräuchten wir Feuer für. Da bräuchten wir auch irgendwas für. Da haben wir noch eine Herausforderung. Okay, ich muss das mal eben verstehen. Da haben wir verkehrt rum eine Kiste. Ah ja. Verkehrt rum eine Kiste. Einfach so. Hä, wir greifen dich an. Hä, wo kommst du denn her? Hä, warum? Warum? Hä, warum? Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Kommst du auch mal bitte wieder runter? Kannst du ihn mal bitte runterholen? Okay, er kommt. Bumm. Ah, das war für die Kiste. Warum ist am Feuer denn nicht gekommen? So, also in der Regel brauchen wir immer eine Zielscheibe. Da oben haben wir auch noch irgendwas, was da rumglitzert. Das scheint eine Fee zu sein. Okay, okay. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch. Und diese eine Kiste, die da verkehrt herum ist, das ist mir auch irgendwie ungeheuerlich. So, hier haben wir jetzt eine Fee. Die uns einfach nichts bringt. Also ich gehe davon aus, dass wir da von unten irgendwie gegendutschen müssen. So, was ist mit denen? Ah, warte mal, den. Wenn wir das so machen. Und jetzt da reinwerfen, dann müsste der doch eigentlich. Genau, wo der hingeflogen ist. Wo fliegt er denn hin? Ui. Okay, dann fliegt er dahin. Okay, okay, und wenn wir den dahin stellen, dann fliegt er irgendwo anders hin. Dann fliegt er dahin. Okay, natürlich so. Ui. Bumm. Aber die sind alle noch zu. Das heißt, das bringt uns alles gar nichts. Und hier wäre das dann ein Feuerball, der dann da so hochfliegen würde, wo wir auch Feuer brauchen. Okay, das ist alles soweit korrekt. Wir wissen, was wir zu tun haben. Jetzt ist die Frage, wie schalten wir das überhaupt frei? Hier sind noch so viele Muscheln und so. Müssen wir eventuell... Da eventuell erstmal auf den Berg hoch. Ist das eventuell erstmal eine potenzielle
richtige Angelegenheit. Okay, wir haben hier irgendwelche Dinger. Oh, warte. Halt, halt, halt. So. Boom, boom, boom. Zack. Ja, ich komme. Moment. Zack. Zack. Jetzt geht's hier runter. Und hier, boom, boom, boom. Dann sind wir hier. Dann geht's wieder zurück, oder was? Nee. Da. So. Und dann plum. Und geschafft. Okay, 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 okay. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier oben erstmal rauf müssen. Auf diesen Berg. Auf diesen wunderschönen, stolzen, großen, fetten, hervorragenden, in den Himmel ragenden. Auf dem Berg halt. Können wir hier einfach so hoch? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß halt nicht, wo ist hier eine perfekte Stelle zum Hochklettern. Hier zum Beispiel, weil man hier sich ausruhen kann. Und dann sieht alles so verkehrt aus. Hier vielleicht. Zack. Zack. Dann hier. Sieht gut aus. Und hier kann man sich doch bestimmt wieder drin reinstellen, oder? Okay, warte nochmal von vorne. Wandmalereien müssen wir auch noch finden, ne? Ich glaube, ich springe mal nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen sehr hoch, der Berg. Und ich muss hier genau gucken, wo ich hochkletter. Und wir können hier nirgendwo stehen, deswegen nicht springen. Wir müssen Geduld haben. Aber Klettern dauert immer so lange. Halber Balken gleich weg, aber ich glaube, da vorne, hier oben, können wir stehen. So, halbe Meter ist geschafft. Jetzt ist es doch am besten, wenn wir da rüber springen. So, App, 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 App. Yeah, hallo, Kennard, ich bin da. Folge der Seele, ich folge dir. Aufwachen! Mhm. Oh nö, ich bin... Oh nö, ich bin auch gerade... Oh nö, ich bin auch gerade hier so hoch. Ja. Zang, zang. Die hat angehalten, aber in der Umgebung scheint es nichts Auffälliges zu geben. Die hat angehalten. Also dann schauen wir uns mal um. Es gibt bestimmt irgendwelche Steinhaufen. Okay, die Seele weiß was. Und die kümmere ich mich erstmal nicht. Während des Kampfes. Och, leck mich doch am Arsch. Kopfschuss, bam. So, jetzt? この辺りの遺跡はすっげえな。でも、なんで全部逆さまなんだ？それは分からん。何せ古くからこの土地にあるものだ。 Reden die über unsere Steintafeln? Ich bin da noch nicht runter. Ich glaube mit der Dingsen. Mit der Seele. Ah, komme ich jetzt hier nicht? Doch, warte. Ja, doch, ja. Ich glaube, mit der Seele schaltet man unten das Gedöns frei, oder? Kann ich mich hier festhalten? Nee. Da müssen wir hin. Komm, schaffe ich da noch? Ja,
komm schon, halt dich fest. Hier ist ja noch eine Kiste, ne? Wir wollen durchfliegen ja schon gesehen gehabt. So, ja, wo habe ich denn jetzt die Seele verloren? Zeig mal, ja, wo ist die Seele? Seele. Seele. Da. So, Seele, was los? Untersuchen. Aha. 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 Wow, die Dinger leuchten auf einmal auf. Es sieht so aus, als ob hier noch etwas ausgezeichnet werden. Pein und weiß nicht, so welchen Zweck das war. Ja, dann gehen wir einfach mal hinterher. Ups. Oh, jetzt sind die Dinger hier frei. Oh, die Dinger sind frei. Okay. Ja, dann fangen wir doch erstmal an mit dem Feuerball. Pump. Das war Nummer 1. Jetzt auf Position einstellen, weil jetzt brauchen wir das Wasserding. So, jetzt brauchen wir Eis. Das heißt, Truppe wechseln. Lisa hinfort. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran. Pam. So, was fehlt? Es müssen ja 4 Stück sein. Ein Frosch? Egal. Weil 4 Symbole sind aufgegangen. Also theoretisch. 1, 2, 3. Wo ist die Nummer 4? Da. Nummer 4 ist der Wind. Scheiße. Wir haben keinen Wind. Och nö. Wir brauchen Wind. Okay. Dumm gelaufen. Ja, dann müssen wir später irgendwann... Guck mal, hier brauchen wir Aufwind. Weißt du was? Ich mache hier am besten 2 Symbole Wind hin. Ich weiß nicht, ob das geht. Kriege ich hier noch ein Symbol hin? Ein bisschen näher ran. So. Bing, bing. 2-mal Wind. Ja, dann müssen wir später wieder kommen. Jetzt müssen wir erstmal wieder da hoch. Das ist viel schlimmer. Hier definitiv nicht. Ja, am besten wieder da, wo wir vorhin hochgegangen sind, oder? Dankeschön. Meereslackporling. Wofür die auch sind. Und hier, wir hätten mal den Teleporter oben nehmen sollen, ne? Hier geht's auch nicht hoch. Das ist alles eure Schuld. Feuer! Ich hab doch gar nichts gemacht. Aber das reicht im Leben nirgendwo hin. So, wo können wir denn jetzt am besten hoch? Bären, Bären, Bären. Ja, also die einzige Stelle ist wirklich da, wo wir vorhin waren. Und das war wo? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wo war denn die Stelle? Wo sind wir denn vorhin hochgegangen? War das nicht hier auf der Seite des Berges? Hier? Sind wir hier hoch? Weiß ich das nicht mehr. Irgendwo sind wir hoch, ne? Ich glaube, wir sind hier hoch. Bin mir aber jetzt nicht mehr safe sicher. Guck mal, das sieht aus, als ob er hier stehen könnte. Hm. Okay, hepp. 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 Nein! Okay, das hier ist doof. Das ist nicht die Stelle. Wo sind wir denn vorhin hoch? Doch, hier sieht eigentlich schon recht gut aus. Hier sieht eigentlich gut aus. Sind wir vorhin hier hoch? Puh. Ich weiß das nicht mehr, du.
Ich weiß das nicht mehr. Aber hier kann man auf jeden Fall zwischen Etagen. Aber hier können wir erstmal zwischen Etagen. Ja. Allein schon auf das Ausdauer warten dauert ja mittlerweile schon ewig, weil wir einfach so viel Ausdauer haben. Tschung, 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 tschung. Was passiert, wenn ich... Oh, nix. Ja, lieber nicht ausprobieren. Es sah so aus, als hätte ich mich da festhalten können. Also hinstellen können, aber... Dem war dann doch nicht so. Guck mal, die Stelle da. Die sieht auch gut aus. Nein! Scheiße! Versuchen wir das rechts lang, oder? Ich hätte wirklich, als ich oben war, hätte ich mir mal den Dings den Teleporter holen sollen. Dann hätte man jetzt einfach sich hoch teleportieren können. Guck mal, das hier ist auch safe eine Ausruhstelle. Wir können uns hier nicht ausruhen. Guck mal, so, guck mal, er kniet doch schon da. Ey, das hier ist auch komplett. Ja. Hä? Ich weiß das nicht mehr. Hatten wir vorhin einfach nur Glück, dass wir die richtige Stelle oder eine gute Stelle rausgesucht haben? Ich weiß es nicht. Jetzt brauche ich die ganze Folge brauche ich dafür, um diesen Berg hier hochzukommen, oder was? Und dabei waren wir ja schon oben. Warum dreht sich die Kamera denn auf einmal? Guck mal hier. Hallo, mir wird gleich schlecht. Hier sieht das aus, als ob man hier durch die Dingsen könnte. Das ist hier alles so steil. Also, selbst wenn wir oben ankommen, können wir uns ja nirgendwo festhalten. Ich glaube, hier. Sind wir hier hoch? Ich glaube, hier sind wir hoch. Das sieht doch gut aus. So, hier eine kurze Rast. Ich glaube, hier sieht das sehr gut aus. Ich sehe zwar gar nichts, aber das macht nichts. Ich weiß nicht, ob Springen eine tolle Idee ist. Vorhin sind wir ja auch gesprungen. Kommt er jetzt hier rüber? Ach komm, erzähl doch nichts. Können wir uns irgendwo ausruhen? Können wir uns auch nicht. Das ist keine gute Stelle hier. Ach Mann, oh. Wo sind wir denn vorhin hoch? Hier offensichtlich ja nicht. So, warte mal, hier können wir uns ja auch noch ausruhen. Okay, nicht springen. Wir springen einfach nicht. Dann irgendwie schaffen wir es schon da hoch. Irgendwie müssen wir das ja schaffen. Wahrscheinlich gibt es einen viel einfachen Weg. Und ich bubbel mich hier ein ab. Voll am abbubbeln. Bubbel, bubbel. Wie lange versuche ich ja schon hier diesen Berg hochzukommen? 10 Minuten? Genauso wie das hier. Jetzt ist er gesprungen. Ja, aber es sieht ja auch aus, als ob ich mich hier ausruhen könnte. Genau hier. Oder hier. Ja. Oh, ich stehe. Ich stehe. So, und zack. Und zack.
Aber ich bin immer noch nicht oben. Okay. Hier können wir auf jeden Fall erstmal runter. Jawohl! Und hier, zack, erstmal. Erstmal hier dieses Wandspiel machen. Point, 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 point. So, den erstmal wieder weg. Das brauchen wir nicht. Da ist noch eine Miesmuschel. Da sind auch noch so verdächtige Dinger. Bring doch noch nicht wieder runter. Nein, mach ich doch nicht. Ich hol mir noch nur das Geflügel. Mehr hab ich doch nicht gemacht. Oh, guck mal, hier lag noch so eine gebrochene Maske von vorhin. So, und hier kann man auch irgendwas machen. Dafür müssen wir den hier wahrscheinlich drehen, den man nicht drehen kann. Den auch nicht. Okay, dann müssen wir doch einfach von hier aus da reinwerfen, oder? Aber die müssen an sein. Ach, hier. Ah, ja, es bewegt sich. Aha. First try. Easy going. Wenn wir hier fertig sind, dann kriegen wir sogar zwei Abenteuerstufen. Pass mal auf. Bum, 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 bum. Haben wir hier oben auch noch? Ja, was Schönes. Ja, einen Vogel, der gerade wegfliegt, Schaden. Da hinten brauchen wir Feuer, das haben wir sogar. Wir haben Feuer. Alles Gute kommt von oben. Patsch. Ach, ich habe den Ball noch ausgerüstet. Plüm, 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 plüm. So. Wo finden wir jetzt das da hinten? Wir müssen ja auch mal hier das Ding so langsam aktivieren, ne? Der Teleporter. Und dann frage ich mich. Und dann frage ich mich. Wo jetzt die Muschel ist? Die Muschel soll genau hier liegen. Mhm. Ob wir die Karte aufdecken, wenn wir den Teleporter gleich aktivieren. Das frage ich mich. Das ist das, was ich mich frage. So, wer ist hier? Wer bewacht die Kiste? Niemand? Gleich kommt wieder aus dem... Ach, hier ist noch einer. Ich wollte schon sagen, gleich kommt wieder aus dem Nichts. So ein Auge des Sturms. Aber wo ist die Muschel? Muschel! Kann ja eigentlich nur wieder hier unten sein. Gucken wir gleich, wenn wir das hier mal eben aktiviert haben. Dann kann man ja ruhig runterspringen, weil dann können wir uns ja wieder hoch teleportieren. Pum! Jawohl, wir haben es aufgedeckt. Und hier ist noch so ein Windfahrer. Aua. So ein Windfahrerding. Und hier haben wir noch so eventuell kleine Muscheln. Und da haben wir auch noch was. Aha, 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 aha. Und da hinten haben wir auch noch was. Okay, da möchte ich ungern runterspringen. So, hier oben haben wir nichts mehr, oder? Hier haben wir alles erledigt, ne? Ne, da hinten müssen wir noch Feuer machen. Feuer und Eis, wie ich sehe. Eis haben wir sogar gerade hier am Start. Da gibt es, warte mal. Zwei Vögel mit einem Schlag. Um sicher zu gehen, schieße ich zweimal. Sehr schön. So, da hinten haben wir noch eine Insel. Pam. Vielen Dank.
für die Kiste. Vielen Dank, ich bedanke mich. Da hinten haben wir auch noch was. Und da unten haben wir auch noch was. Ah, das hat was mit dem zu tun. Ah, okay, I see, I see, I see. Und du? Ich bin gar nicht hier. Ja, bist du hier? Ich sehe dich doch. Vor allem habe ich dich schon zweimal gehauen. Wo bist du hin? Komm raus. Ich habe dich doch schon gekickt. Komm. So, wir stellen uns hier hin, nehmen den Ball in die Hand. Und dann... Naja, das war ja jetzt auch nicht unbedingt schwer, ne? Aber wo das Ding ist, ist sogar noch eine Kiste, ne? Und da oben haben wir auch noch eine... Hey, ich dachte, ich habe hier oben alles schon fertig auf dem Berg. Guck mal, hier haben wir auch noch so ein Ding. Pium. Patsch. 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 Da hinten haben wir auch noch irgendwas. So, sind wir jetzt hier durch oder finde ich noch irgendwas hier oben auf dem Berg? Ich glaube, jetzt sind wir durch. Guck mal, da dieses Loch im Wasser, das sieht auch sehr verdächtig aus. Und diese ganz kleine Plattform da hinten, sehr verdächtig. Und das Ding auch, alles sehr verdächtig. Ja. Und da die Plattform auch, alles sehr verdächtig. So, wir suchen jetzt erstmal diese Muschel, die da hinten sein soll. Muschel. Miesmuschel. Sage mir. Wo muss ich hin? Zuckerblumen? Zuckerblumen? Da. Also ich kann mir jetzt nur wirklich vorstellen, dass die hier irgendwie... Da rein, ne? Okay. Jetzt kleben wir hier wie so ein Käfer an der Wand. Ach lol, die liegt da einfach am Strand. Hör doch auf. Hi. モンドの山体から分離してできたものだ。ある強い力が山脈の一部を切り離し、この海域へと運んでいた。この山形に So, dann aktivieren wir doch mal das Ding da hinten. Unseren treuer Freund hier. Den Wellenreiter. Können wir eigentlich sogar schon rufen. Aber ich wollte noch auf der anderen Seite, glaube ich, war das. War das auf der anderen Seite? Die eine Kiste, die in diesem Wassergetümpel war. Wo wir so von oben runtergeschossen haben. Das war doch... War das hier bei denen? Gerümpel, Tümpel, Plümpel. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob das jetzt die Kiste war. Das glaube ich eher weniger. Da ist auch noch eine Kiste. Könnte aber auch da gewesen sein, ne? Aber ich glaube, das war eher da. Da war das. Ja, ich erinnere mich. Das war schon ein bisschen weiter weg vom Festland. Platsch, platsch. Ich war auch im See gewesen übrigens. Schön mit meiner Yacht. Mit meiner Yacht war ich auch im See. Und hab da auch rumgeplanscht. Oh. Da ist schon wieder so ein Blubbel. Schon wieder so ein Geblubbel gebubbt.
Okay, mal im Quanten. Und los. Der führt mich jetzt bestimmt irgendwo hin. Am besten wieder mit dem Boot. Mit dem Boot das machen. Blum. Ja. Oder er führt uns dahin hin. Wenn ich das schaffe hier mit dem Schwimmen, ist er in Ordnung. Plum. Der führt uns wahrscheinlich bis da hinten hin. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das mit dem... das schaffen. Zum Schwimmen. Was leuchtet da unten in Rot eigentlich? Was hat er da? Was ist das? Ein kleiner Dolch? Oh, wir müssen in die Richtung. Okay, ich habe gedacht, er führt uns dahin. Bitschi, batschi, batsch. Ich bin ganz klatschnass. Und jetzt? Da hinten ganz. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Wenn das jetzt nicht unbedingt der letzte ist, dann sind wir hier weg. Dann holen wir das, holen wir lieber das Boot und machen dann mit dem Boot. Chill mit dem Boot. Bitte sei der Letzte. Sei der Letzte, ich hab keine mehr. Ja. Nein, es war nicht das Letzte. Gluck, 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 gluck. Na gut. Boot. 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 Oh, am besten wäre das, wenn wir noch einen Charakter kriegen würden. Die Wind könnte, ne? Dann könnte Hoppelinchen Geo bleiben. Wegen dieser Erhöhung. Um die Sachen zu erhöhen. Damit man zum Beispiel an irgendwelchen Oculusen rankommt. Aber Wind brauchen wir auch unbedingt. Wir brauchen unbedingt Wind. Einen schönen Windcharakter. Ach, wie schön das doch wäre. Da ist auch ein Blubbelblasending. Überall Blubbelblasendinger. So, erstmal zum Boot jetzt. Ja, und hier kommen wir ja sowieso nochmal wieder hin. Einsteigen, let's go! Dann holen wir uns beide Blubbelblasendinger. Blubbel? Da. Blubbel, 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 blubbel. Blub. Blubbel, 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 blub. Blubbel, 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 blub. Habe ich es gekriegt? Ja. Blub. Und blub. So bescheuert, ne? Wie viel? 15.000, aber es ist eine Menge Geld, ne? 15.000, ey. Dafür, dass ich hier so ein paar Blubbel-Dinger suche. So, da hinten war ja auch noch so ein Blubbel-Blubbel-Ding. Das wird wahrscheinlich auch schon der letzte sein, oder vorletzte. Tschung. Tschung. Blub. Ah, eine kommt noch. Alter, wie viele denn da auf? Wir haben ja schon per Hand so viele gemacht gehabt. Dieses Blubbelding will uns doch bestimmt verblubbeln. Noch ein. So, jetzt aber. 50.000. Minimum. 5.000, was das denn? Und auch am wenigsten. Aber mit 50 war ich gar nicht so schlecht, ne? Unser Schiff hat sogar Leben. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier Pum mache?
Hiermit können wir aber die Dinger kaputt machen. Bum, bum. Pum, 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 pum. Dann brauchen wir doch nur noch einen Snacken. Snacky! Die anderen Dinger lasse ich jetzt einfach da rumfliegen, oder? Das können wir ja sammeln, aber das lasse ich jetzt liegen. So, dann wollen wir wohin? Dann wollen wir doch einfach mal zu der Insel. Das heißt hier geradeaus eigentlich, ne? Da lang? Ja, sozusagen, ne? Machen wir noch hier schön die Inseln. Ein schönes Seemannslied jetzt. Ahoi, hoi, hoi. Hoi. Die Insel? Ja, die Insel. Hau, hau, hau. Ich brauche ein Lied. Ein Hasenpiratenlied. Was hast du immer mit deinen ganzen Hasen? Und was hast du immer mit deinem Montana Black? So, go jetzt hier. Gib Gummi. Gib Gummi, Schubi. Guck mal, da ist ja noch dieses Loch im Boden, ne? Oh, 4 Blubbelblasen. Oh, können wir da einfach rein? Trau mich nicht. Und wo sind wir jetzt? Hier gibt es auf jeden Fall Pilze. Nochmal Pilze. Ein Gegner, den machen wir auch mal weg. So, und hier ist eine. Eine, was ist hier? Da, Steintafel. Dieser Beobachtungspunkt eignet sich bestens für astronomische Studien. Puh, hier gibt es einen Stein. Um uns herum gibt es so viel Wasser. Oh. Mein Name, bitte doch nicht immer so schnell. Kann ich da hoch? Ja. Okay, haben wir hier oben denn irgendwas? Ja, hier ist auf jeden Fall was. Zack, 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 zack. Aha, ich bin ja gespannt, wo diese Reise uns hinführt. Hier ist eine. Aha. Die Fehlerquote meiner Beobachtungen hier ist zu groß. Ich muss wohl einen anderen Beobachtungspunkt finden. Ah, Kommentar von Peino? Nö. Dumm, dumm. Vielleicht wäre 1 Uhr nachts der optimale Zeitpunkt dafür. Okay. Jetzt müssen wir warten bis 1 Uhr nachts. Dip, 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 dip. Zack. Bis 1 Uhr nachts. Wir machen mal so 2 Minuten weniger. Klick-Klock, Klick-Klock, Klick-Klock. Uiuiu, hell und... Uiuiu, wieder dunkel. Fast 24 Stunden. So. Und jetzt müssen wir warten. Warten. Aber wie lange warten? Warte mal. Wie schnell vergeht denn die Zeit? Oh, ist schon 1.13 Uhr.
Vielleicht wäre 1 Uhr nachts die optimale Zeitpunkt. Vielleicht muss ich direkt auf 1 gehen. Weil jetzt ist schon 1.22 Uhr. So, genau Punkt 1 Uhr. Klick, klock, klick, klock, klick, klock, klick, klock. Hui. Und es wird wieder hell. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, hui, und es wird wieder dunkel. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. So, Punkt 1 Uhr. So, was ist jetzt los? Ich komm ja auch hier nicht wieder raus. Da oben. Da oben ist was am Anzünden. Wo einer ist, sind bestimmt noch mehr. Okay, ich glaube, wir müssen da mal hoch. Wir müssen mal im Wörtchen mit den Leuten reden. Ich hoffe, hier kommt man auch hoch. Ja. Ja. Oh, luxuriöse Kiste. Da war eine Kiste. Gibt's noch einen anderen Weg? Nee, das ist der einzige Weg. Also stell dich mal nichts an. Hoch mit dir. So, vorsichtig hier hoch. Zu groß. Scheiße. Die Lok ist so groß. Ich glaube, der hat da Probleme durch. Mal gucken. Komme ich mit ihr da durch? Lol, mit ihr komme ich da einfach. Nein! So, jetzt aber hier. Komm. Zack. So, halte ich schön an der Wand. Schön an die Wand halten. So. Ja. Ja. Ja, warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Yep. Was? Nichts drinne? Doch. Ja, nu. Guck, guck. Was machen wir jetzt? Haben wir das Ding da angezündet? Tor ist trotzdem noch zu. Vielleicht jetzt nochmal bis 1 Uhr warten. Ich warte nochmal bis 1 Uhr. 3 Tage sind wir gleich hier schon drinne. Das ist echt schwer, den dahin zu kalibrieren. So, 59 muss er. 59 muss er auch rein. So. Was ist jetzt passiert? Ist doch einfach nix. Ich meine, man kann sich hier rausporten, aber. Also erstens muss die Fackel ja was bedeutet haben. Und die luxuriöse Kiste war ja auch irgendwie nur für. War ja jetzt auch nicht gerade der Bringer. Vielleicht wäre 1 Uhr nachts der optimale Zeitpunkt dafür. Wofür genau? Was sagt Peinam? Peinam, was hast du gesagt? Hä, wo kommt das Wasser auf einmal her? War hier schon immer Wasser?
Hä, wo kommt denn die Platte auf einmal her? Tell mir nix. Und nu? Was genau passiert denn? Soll ich jetzt nochmal warten bis 1 Uhr nachts? Ich stelle mal darauf. Quatsch das Ding hier nochmal an. Hä? Das will mir gerade nicht in den Kopf gehen. Jetzt brennt der Busch. So, ich stelle mich jetzt hier rauf und warte nochmal bis 1 Uhr nach. und nochmal. Pico, 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 hell. Pico, 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 dunkel. Dum. Bist du nicht reingekommen? Hä? Das Fenster da oben ist offen. Okay, lass uns einfach den Weg hier finden. Warte, das ist doch richtig. Wenn der Wasserspiegel weiter steigt, können wir hier wieder raus. Hä? Hui. Ich verstehe hier die Welt nicht mehr. Ja, aber der ist ja noch nicht komplett gestiegen. Steige weiter. Was ist denn hier los? Hätte man vielleicht das Ding jetzt erst anzünden müssen? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich das hier ausfinden? Kreuz oder so, oder? Nee, geht auch nicht. Vielleicht nochmal warten bis 1 Uhr? oh, Mann, ey. Klick, klack, 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 es wird hell. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Es wird dunkel. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Dududum. Hä? Das Ding war doch vorher hier nicht. Wir sind rausgekommen, aber der Raum in dieser Höhle ist jetzt wahrscheinlich mit Wasser gefüllt. Warum sollte es so ein Ort haben? So seltsam. Nun, darüber sollten wir erst nachdenken, wenn wir wieder am Land sind. Hey, das Ganze. Hey, das war. Hä? Das war alles sehr ganz komisch. Das war ja komisch. Oh, einer fehlt noch. Ach, lol. Dann war doch alles vorher nicht da. Ist doch gewachsen über die Zeit. So. Haben wir es geschafft. Was eine Geburt. Nicht mal eine Muschel hier, ey. Was ist das denn? Hoden? Das sah aus wie zwei kleine Hoden. So. Haben wir noch was? Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind Gott sei Dank frei. Mein Boot ist weg, verschollen, wie auch immer. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Wir wurden aufgesaugt und dann eingesaugt und dann... Dann auf einmal das Ding und so. Das war alles sehr, sehr mysteriös, sag ich euch. Sehr mysteriös.
So, dass wir warten noch mal einmal bis wir warten noch einmal bis 1 Uhr zu gucken, was passiert. Jung, es wird wieder hell. Und es wird wieder dunkel. Und irgendwas passiert. Er meckert auch schon. Wenn nichts passiert ist. Ja gut. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abonnement da lassen würdest. Kostenlos. Kostet dich ganze 0 Euro. 0 Cent. Pro Monat. Auf meinem Kanal. Also, bis morgen. Tschüss.